Hallo YouTube, willkommen zu einer weiteren Folge bei unserem LS22-RP-Projekt Großelternhof. Ja, heute wieder mit dabei der Stefan. Guten Abend. Der Norbert. Guten Abend. Und der Oskar, der ist bei sich im Channel. Ja, wir stehen schon wieder an diesem Ort und wir haben schon wieder ein neues Gerät. Wir haben uns die Gühlweil-Presse doch noch gekauft, weil... Also 65.000 Euro dafür, dass die eigentlich 100.000 kostet oder 105.000, ist schon mal ein starkes Wort. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das, dann sind wir unabhängig vom LU, was Gras angeht. Dann können wir noch gucken, dass wir uns noch ein paar Grasfelder machen oder besorgen. Und dann, ja, genau, können wir uns die Lageballen machen. Brauchen wir nur noch einen Schwader. Brauchen wir nur noch einen Schwader, aber da ist ja auch auf jeden Fall dran zu kommen. So teuer sind die Dinger ja nicht, oder? Nee, die sind einiges günstiger. Ja. Gut, dann würde ich sagen... Es ist schon wieder spät. Es ist schon wieder so spät, dass wir... Oh, ja, eigentlich schlafen gehen können. Ja. 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 Norbert, tust du mir einen Gefallen nach deinen 3 Glühweinen gerade? Schreibst du einmal in What's Farm, wenn du zu Hause bist? Dass wir wissen, dass du gut angekommen bist. Das mache ich. Dankeschön. Sehr gut. Ja. Jo, ich melde mich. Danke. Ich bitte. Tschüss. Ciao. So, Stefan, kannst du... Achso. Kannst du die einmal in die Halle, wo ich gedacht hatte, dass das Schneidwerk da rein kann? Willst du einmal die Presse da reinstellen? Ja, klar. Dann fahre ich mal eben den Fendt hier in den Unterstand. Ja, nicht, dass der gut trägt, unser Schmuckstück. Ja, so wie wir ihn abgeholt haben. Ja. Das wäre nicht so schön. Ich glaube, wenn wir pflastern, dann lege ich direkt noch ein paar Stromkabel mit für ein paar Lampen hier auf dem Hof. Ja, das wäre nicht verkehrt. Wenigstens so ein paar, dass man hier mal... So ein paar stehen hier ja, aber so diese Ecke hier ist komplett dunkel. Und wir haben ausgeleuchtet. Ja, und wir haben schon 19 Uhr. Hier ist ja okay, hier vorne. Ah, ist schon offen. Oh, jetzt habe ich mich ja aber verfranst. Oh. Schaffst du das hier zu drehen oder willst du lieber komplett rückwärts reinfahren? Ja, so ist jetzt der Plan. Oder fahr doch einmal rum. Fahr durch das hintere Tor raus und komm durchs vordere wieder rein. Dann brauchst du nicht so weit rückwärts fahren. Ja. Oh, die Hecke ein bisschen touchiert. Ja, das passt schon. Oh, da muss unbedingt Zylindermittel nachgefüllt werden. Der Tank ist leer. Der Tank ist leer? Ja. Ah, direkt was vom Kaufpreis abziehen. Ja. Überweisen wir nicht. Gibt nur 60.000. Ja. Gegenrechnung stellen. Zylindermittel nachfüllen. Ja. 50.000 Euro. Ja. Mehr Aufwand. Mehr Aufwand, ja. Oh, nein, ich bin ganz glücklich darum, dass das so geklappt hat. Ja. Ach, hoffentlich passt die da rein. Das wird in der Breite und Höhe auf jeden Fall. Oh, Breite wird aber auch schon sportlich. Sollen wir die sonst hier reinstellen? Die Länge wird wahrscheinlich nicht passen. Ja. Ah, er ist angekommen. Komm, Stefan. Gucken wir morgen sonst. Ah, da ja einfach so stehen hier. Ja. Das ist jetzt wenigstens trocknen. Ja, hey, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis morgen. Bis morgen, ja.
Was? Hör auf zu schnarchen. Oh, du bist ja schon wieder wach. Klar. Oh, ich weiß gar nicht, wie du das so hinkriegst. Ja, wenn hier der halbe Wald abgesäbelt wird, kein Wunder. Ja. Alter Schnarchsack. Die passt da nicht rein, ne? Nee, hat sie mir genau gesagt. Ich fahr mal den T2 hier raus. Vielleicht passt sie ja irgendwie hier ran. Oh, ich bin noch ganz schläfrig heute Morgen. Puh. Muss man das Licht da ausmachen hier? Oh. Also langsam gibt es diverse Platzprobleme. Dann bin ich mal gespannt. Warte, ich geh mal rein und sag Bescheid. Piep, 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 piep. Oh, das geht aber gerade so. Ja, abstellen, fertig. Passt. Sehr schön. Ja, perfekt. Licht ausmachen. Oh, wie herrlich die Sonne scheint. Ja, oder? Da hat man gleich wieder Power und Energie. Aber wirklich. Ach. Meine Nase juckt. Ich glaube, wir kriegen die Pollen fangen an. Es wird alles grün. Wie schön. Das ist super. Oh, wir haben auch schon wieder Eier hier genug. Also Eier, wir brauchen mehr Eier. Ein Dreiviertel Paletten ungefähr. Was sagen unsere Kühe? Geht's euch gut, Kühe? Ja, Mu. Wasser ist noch genug drin. Nahrung ist noch genug drin. Ja, eine Kuh macht Mu. Viele Kühe machen Mühe. Sehr gut. Ach. Willst du denn den Balken mehr verkaufen fahren? Weißt du, was ich nichts lieber machen würde? Die nämlich gerade so stehen, denk mir so, hey, du. Den brauchen wir jetzt doch nicht mehr. Den brauchen wir auf gar keinen Fall mehr, nein. Wollen wir noch einmal durchgucken, was wir noch nicht mehr brauchen? Den GT behalten wir auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. So, der Balkenmäher kann weg. Was? Du, willst du den nicht mit dem GT wegfahren und dich mal erkundigen, ob man den auch nicht mal hier... Da hat ihr so ein bisschen Blasenentzündung an den Kotflügeln und an der Tür hier vorne. Ja, und weißt du, was ich auch noch mitnehme? Was denn? Die Sense. Ja, nimm die Sense mit. Mache ich lieber mal die Tür hier zu. Du musst jetzt aber vorher rauskommen. Wer sagt denn, dass ich raus will? Ich dachte mir so, dass du vielleicht raus willst. Scheune ist auch ganz gemütlich. Oh, wieder für gemacht. Mhm. Aha. Was denn? Irgendwie, das war falsch. Das ist. Ja, so, mach mal so. Genau. Kannst du die nochmal runternehmen? Die Sense und gleich drauflegen, wenn ich eingestiegen bin? Oh! Master! Kannst du eben die Sense loslassen, bitte? Ja, hab ich doch. Und die eben wegnehmen? Ah, ja, jetzt sitze ich drin. Jetzt kannst du sie wieder drauflegen. Ja, die baumeln hier vorne ein bisschen. Warte. Nein, das ist nicht die Sensor. Ah, die Sensor, die hat... Da ist sie. Schade. Warte, ich mach erst hier zu.
Jetzt kannst du sie reinlegen. Oh, nee, das gefällt mir nicht. Kannst du die... Irgendwie liegt die nicht richtig. Aber die lag gerade so super. Ja. Dann rufe ich mal beim Heizölhandel an, zwecks Tank befüllen. Warum kann man nicht fahren? Geht? Ich konnte gerade nicht losfahren. Können wir den erst einmal waschen, bitte? Ja. Dann wasch du den mal eben schnell ab. Ich ruf mal eben, oder ich guck mal eben nach der Rechnung. Ja. Die schon da ist. Ist nämlich noch nicht da, okay. Aber ich muss jetzt gleich mal wieder meine andere Jacke anziehen. Ist schon wieder so warm, meine Güte. Ja, wir haben 15 Grad. Da brauchst du die dicke Winterjacke hier nicht. Nee. Die andere ist ja auch schon ganz gut gefüttert. Ja, diese hier auch, die Lederjacke, die ich gerade habe. Ja gut, dann düse ich mal los. Kommst auch gerade vom Brokeback Mountain, hä? Ja. das Outfit, das ist noch von Opa. Das hing im Schrank. Ja, du. Ja. Tradition soll man nicht brechen. Nee, ich finde das super. Ja, dann gute Fahrt. Ja, ey. Bis gleich. Können wir direkt beim Oskar mal anhalten und mal gucken, wie weit er da ist. Das sieht sehr gut aus. Mal gucken, muss ich wahrscheinlich den Stefan gleich mal anrufen, dass er mich da abholt. Weil wenn er den auch ein bisschen länger braucht zum Lackieren, dann... Dann passt das, glaube ich, ganz gut. Der fährt auf dem Feld fast genauso schnell wie ich hier. Mal rüberlaufen zum Oskar. Hallöchen. Hi Sebastian. Wo ist dein Hut? Na? Ich habe mal die Winterklamotten rausgepackt. Hey, mir ist relativ warm. Ja, wir haben aber 15 Grad, ne? Ja, deswegen. Aber du rennst mit Hut und... Ich habe mir die Sachen heute Morgen, gestern Abend war es ja noch relativ kühl. Ich habe mir die Sachen so heute Morgen geschnappt und denke mir jetzt, ich meine, auf dem GT ist ja kein Gehäuse, das ist schon im Fahrtwind kühl, aber ja. Ja, nee. Aber ich habe nicht viel Zeit, Sebastian, der Norbert hat mich schon angerufen, ich muss Gülle holen. Oh, bist du denn schon fertig hiermit komplett? Nee, noch nicht. Hier die Ecke muss ich jetzt, siehst du eh. Ja. Ja, es hat ein 1A funktioniert mit dem Unkraut, haben wir untergegrubbert. Ja, sehr jetzt gut. Jetzt sehen wir drüber. Genau, aber hier bin ich noch nicht rumgekommen, aber jetzt fahre ich die Ecke und dann den Rest und dann muss ich mich beeilen, weil Phil ist krank. Phil ist krank? Ja, der hat gleich die Grippe erwischt. Das war vielleicht doch ein bisschen viel Schnee für ihn. Der Jack meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Phil? Nee, der Phil Jackson. Ach doch, ja, Phil Jackson. Ja, deswegen ja. Ja. Ich glaube, du sollst vielleicht mal einen Hut absetzen, dass ein bisschen Luft drankommt. Ich glaube auch, ja. Ja. Nee, aber ich, wie gesagt, Sebastian, tut mir leid, ich bin voll im Stress. Alles gut, ich wollte eigentlich auch nur mal vorbeigucken und die anderen Felder hast du aber noch nicht angefangen, ne? Welche anderen? Ach, oben die Grasfelder? Ja. Nee. Ich habe erstmal alles hergefahren. Das war eh so ein Akt mit dem Tieflader und den ganzen Geräten. Ja. Das ist schon immer Aufwand. Aber meist hilft nichts. Ja. Was muss, das muss. Genau. Alles klärchen. Alles klar. Dann? Bis später. Sebastian, wünsch dir was. Tschüss.
Stefan? Ja. Der Oskar ist schon fast fertig mit dem Ackergrasfeld, also mit Feld 15. Jetzt mit allem oder nur umlegen? Ja, also der ist schon mit dem Ansehen fast durch, ne? Wahnsinn, was der für ein Arbeitstempo hat, beziehungsweise die beiden, heftig. Ja, das ist richtig. Aber er hat gesagt, der Phil, der ist krank. Oh, hoffentlich nicht so schlimm. Nee, irgendwie Grippe, sagte er. Ja. Heiße Zitrone und ab ins Bett mit dem. Genau. Kannst du mich einmal hier beim Händler abholen? Uno momento. Ich hab den Fenter hingestellt, ne? Könnt ihr dann fertig machen mit Lackieren, ne? Das wäre ganz cool. Danke. So. Haben wir sogar laden sollen hier. Guck, der kommt aus Eckernförde hierher, der Händler. Ah, ist das schönes Wetter. Das kann man echt genießen. Was sagt denn diese Feldübersicht hier? Wenn wir uns wirklich noch Grasfelder holen sollten. Hier die 52. Nur noch die 52? Das ist krass. Und der komplette Dolch. Ich guck mal, was die 52 als Pacht kostet. Pacht pro Tag 572. Und kaufen. 57.000. Könnte man natürlich auch mal machen, ne? Ist ja schon unterwegs, der Stefan. Ja, der fährt da lang. Dann laufe ich mal so ein bisschen langsam entgegen. Schönen Frühjahrsspaziergang, Sommer haben wir ja leider noch nicht. Ah, hab man's gesehen. Oh, da ist ja einer. Hallo Stefan. Hallöchen. Hallöchen. Wollen wir eine Rundtour machen? Ja, ich habe einen ganzen Koffer hinten voller Kartoffeln. Ehrlich? Ja. Nicht dein Ernst? Ja, zu Hause stehen noch welche. Ach, Jemine, schon wieder so viele. Ja. Aber ist doch gut, oder? Ja, klar. Haben wir wenig Arbeit damit, ne? Da brauchen wir nur ein bisschen Wasser und Dings machen und fertig ist die Laube. Ja. Oh, mal gucken hier. Ach, guck mal, da vorne ist der Oscar. Oh, Oscar Johnson! Die alte Granate. Jo, der ist da schon fertig auf dem Feld.
Ich habe gerade mal kurz übers Tablet geguckt. Für gut 53.000 könnten wir ein Grasfeld kaufen. Vielleicht können wir da gleich einmal vorbeifahren. Hat er denn eigentlich schon Norbert eine Rechnung geschickt? Leider noch nicht. Ich würde sie auch gern loswerden. Ich rufe ihn, glaube ich, mal eben an, aber die gleich mal stellen kann, ja? Ja. Norbert hier? Hallo. Ja, hallo, hier ist Sebastian. Moin. Sag mal, könntest du uns einen Gefallen tun und die Rechnung für den Dings fertig machen? Ist schon. Wenn ich mich nicht. Ich hab keine bekommen. Warte mal. Hast du ihn falsch gestellt? Oh. Ich hätte die. Er hat das System die nicht genommen. Mein. Will aber auch mal nicht so. Weil ich wollte die unbedingt jetzt bezahlen, weil ich bin am Überlegen, ob wir uns, wenn wir jetzt die ganze Technik dafür haben, nicht direkt noch ein Grasfeld dazu kaufen. Wenn wir das jetzt noch pfleglich machen quasi, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Glück und kriegen noch gut Ertrag daraus. Ja, hat das System die nicht übernommen. So, jetzt hat die, jetzt. Jetzt ist er raus. Jetzt müsste da was. Zeigerechnung. Presse. Zahle Rechnung, ja. So, ja. Damit hast du dein Geld. Perfekt. Alles klar. Welches Feld habt ihr denn in Aussicht? Feld 52 ist bei uns um die Ecke quasi. Das wollt ihr dann direkt kaufen gleich? Entweder kaufen oder mal gucken wegen Pacht, aber Pacht pro Tag, das lohnt sich vielleicht nicht für die Grasfelder. Ja, das stimmt, das musst du halt eben kalkulieren. Genau. Aber was denn, wenn du, je länger du das schon gepachtet hast, dass du dann quasi günstigeren Kaufpreis hast oder musst du trotzdem den regulären Preis nachher bezahlen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Wenn du das auslesen möchtest, das weiß ich jetzt nämlich auch gar nicht so. Das kann ich dir gar nicht so sagen. Weil irgendwann würde ja quasi, kommt darauf an, wie lange du das pachten würdest. Ja, die Pacht den Kaufpreis übersteigen. Genau, und dann würdest du ja eigentlich nachher dann ja nur noch drauf zahlen. Ja. Das wäre dann ja, wo du sagst, so der Pächter wird sich freuen. Mhm. Und du als Pächter hast dann irgendwann so, ja, aber du musst ja auch mal bedenken, ich übernehme das jetzt. Wie lange dauert das, bis ich da quasi denn die Frucht ernten kann? Ja. Und so lange zahle ich dann ja auch erstmal. So, das ist ja auch, das musst du dann ja irgendwie auch alles berücksichtigen. Ja, genau. Warte mal kurz, Stefan. Ja. Willst du mal eben zu Feld 52 hinfahren schon mal? Das ist da auf der anderen Seite von dem Deich, wo wir unsere anderen drei, vier Felder haben. Ja. Ja, genau. Das ist richtig, Norbert. Weil das muss ja irgendwie auch mit kalkulieren quasi. Ja. So kurzfristig, glaube ich, macht das schon Sinn. Dich ein Feld zu pachten, zu sagen, okay, für diese Saison brauche ich irgendwie ein, zwei Felder mehr aufgrund von, keine Ahnung, den und der Nachfrage, ergibt die und die Kosten, habe aber nachher den und den Erlös daraus, dass das dann sich lohnt. Ja, also ich habe jetzt mal bei unserem Pachtfeld, was wir jetzt haben, geguckt, also ja. Stefans Arm wackelt schon wieder so, ist wahrscheinlich in der einen Position sehr unbequem. Das würde 100 Monate dauern, bis wir das quasi komplett bezahlt hätten. Und als Pacht hier rechts. Also 100 Monate. Ja. Habe ich jetzt schon mal geradeaus. Entschuldigung, Stefan. Ja, genau. Deswegen denke ich mal, also das eine, das lassen wir jetzt erstmal so als Pacht und das andere müssen wir gleich mal gucken. Oder müssen wir dann mal gucken, ob wir uns das kaufen direkt oder. Ja. Ja. Genau. Na gut, ja. Gut, ja. Hauptsache ihr übernimmt euch nicht. Nee, genau. Wir müssen jetzt hier rechts. Ah, hier ist gar kein Feldweg. Ah, da müssen wir rumfahren. Entschuldigung, Stefan. Es tut mir wirklich leid. Okay, Norbert, wir müssen auflegen.
Jo, wir schnacken. Alles klar. Jo, tschüss. Tschüss. Kurz ein Prozess hier. Ja, ich hab mich total vertan. Sorry. Deswegen wollte ich da hier hinten abbiegen. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Okay. Ja, das wäre das hier. Mhm. Das ist sogar fast erntereif. Wollen wir uns das pachten? Kaufen ist, glaube ich, gerade nicht. Das soll... Warte. Ach, hast du schon Norbert bezahlt? Ja, habe ich. Ja. 57, also 58.000 gut soll das kosten. Aber damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Und ob wir das jetzt pachten oder kaufen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder mit ein. Und dann sagen wir beide mal Tschüss und Ciao. Servus.